Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE 13. Beim letzten Mal haben wir die Austin 316 Era bzw. seine Fehde mit McMahon abgeschlossen und jetzt kommen wir zu den Brothers of Destruction. Mit diesem Match bei Raw nach dem Pay-Per-View Over the Edge, wo wir zuletzt noch mit Austin gespielt haben. Dieses Match, Kane gegen den Undertaker. Der Szenario-Hintergrund. In der Nacht nach Over the Edge zeigte Mr. McMahon sein Missfallen, indem er Mick Foley für sein Scheitern gegen Austin öffentlich demütigte und feuerte. Sein Weggang sollte den Weg für einen neuen Hauptherausforderer ebnen und der Undertaker befand, dass seine Zeit gekommen war. Es geht natürlich um den WWE-Titel. Doch seine Forderung nach einem Titelkampf würde an eine besondere Bedingung von Mr. McMahon geknüpft sein. The Austin McMahon rivalry turned the tide in the Monday Night War. I agree with you, Vince. I agree with you, not just by a long shot. Mr. McMahon tried multiple solutions to tame the rattlesnake, but transforming Mick Foley into his corporate crony was plan A. Things may have started to go awry for Mr. McMahon and company. The rattlesnake has struck! Austin is still a champion! A plan that no longer served him any purpose. Your services are no longer required. While Mr. McMahon made it clear that Dude Love would have to go, a certain phenom voiced that he was here all along and would not be moved. Even after all his hand-chosen favorites left town, I stayed by his side, thinking my time would come. How do I get repaid for that? He forces me to fight my own brother. That's gotta be Kane! He's waited 20 years to face his brother! Oh, this is a war. This is a war where there will be casualties. And after the last 8 months, I've had enough. Now it's time the Undertaker got what is rightfully his. You want to be the number one contender? Let's see what happens when you have to face your brother, Kane! Okay, so. Also, der Undertaker will den WWE-Titel, doch McMahon will ihm ihn nicht so einfach geben, sondern er muss zuerst gegen Kane antreten. Die Bonusziele schaue ich mir gleich an. Matchziele gibt es diesmal nur einen einzigen, nicht so wie beim letzten Mal. Da haben wir wieder eine Abwechslung. So. Dann schauen wir doch mal. Also, die Einschaltquoten von WWE sind nach wie vor über den von WCW. Historische Bonusziele, meine Damen und Herren. Führe einen Chokeslam aus. Oh, sei erfolgreich beim WWE Attitude Moment. Das heißt, es gibt jetzt wieder einen Attitude Moment, auch nice. Führe einen Tombstone Piledriver und innerhalb von 10 Sekunden einen Pin an Undertaker aus. Oh, wir spielen Kane. Ich dachte, wir spielen Undertaker.
Okay. Den lasse ich jetzt nicht nochmal ganz hier durchwatscheln, den Undertaker. Das dauert mir ein bisschen zu lange. Und euch wahrscheinlich auch. Also, los geht's mit dem Match Kane gegen den Undertaker. Und diesmal spielen wir zum allerersten Mal Kane. Bam! Und wir hauen den erstmal mit einem DDT auf die Matte hier. Und der kontert natürlich auch. Direkt mal der Undertaker. Der ist natürlich... Oh, Austin ist hier dabei als Kommentator. Das ist ja auch mal geil. Wieso ist Austin da dabei als Kommentator? Ach, weil... logisch, okay. Natürlich, weil es um den WWE-Titel geht. Der ja Austin gehört, immer noch. Und hier ist ja das Number One Contender Match für das Ding. Für diesen schönen Titel. Boots. Ja, Kane hat geile Attacken. Ja, weil der Undertaker kontert, das ist natürlich auch kein unbeschriebenes Blatt hier. Der Undertaker auch nicht für Kane. Auch nicht für Kane. Auch der muss sich da noch ein bisschen anstrengen, um den Undertaker zu besiegen, was man ja auch gesehen hat. Ich meine, er hat ja die ganze Zeit verloren. Also nicht die ganze Zeit, aber viele Matches verloren. Das haben wir bereits gesehen. Fuck. Scheiße. Da konnte ich leider nicht kontern, aber jetzt war ich viel zu spät. So, jetzt war ich zu früh. Alter, das gibt's ja gar nicht. Scheiße. Ja, der Undertaker setzt uns jetzt erstmal ordentlich zu. Bis ich jetzt mal dazu komme zu kontern. So, zack. So nicht, mein Freund, mein Bruder. Oh, leck mich, ey. Wieso kontert der jedes Mal? Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht, guck mal. Alter. Wieso kontert der denn jedes Mal, ey, der Kollege? Was ist das für ein Spaß, der scheiß Undertaker hier? Der hat einfach zu viele Skillpoints. Wie soll man denn gegen so einen gewinnen? Guck mal. Das gibt's ja gar nicht. Der kontert ja jedes Mal. Wie scheiße ist das denn? So übel kann man gar nicht kontern wie der Kollege. Ah, diesmal ausnahmsweise mal nicht, aber das war auch jetzt nicht wirklich so ein übler Angriff. Aha, und jetzt ist er ein bisschen runtergekommen von seinem Gekonter hier. Meint, da müsste alles kontern, der Spast. Gibt's ja gar nicht. Da ist er schon wieder am Kontern hier. Gibt's ja gar nicht, ey. Oh, kontert der, Alter! Das gibt's nicht, der kontert ja alles, ey, Wichser. Ja, das ist Wahnsinn. Wie soll ich denn gegen den Kollegen hier gewinnen? Wie waren nochmal die Bonusziele? Führe einen Chokeslam aus. Ah ja, okay, wir müssen ihn nicht irgendwie auf Moderat bringen oder so, aber wir brauchen unseren Finisher. Damit ich hier einen schönen Chokeslam gegen ihn ausführen kann. Und der kontert schon wieder, der Spasti, das ist ja gar nicht. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Jetzt habe ich es nicht geschafft zu kontern. Schon wieder nicht geschafft zu kontern. Jetzt zieht er die Beine weg. Was machen wir denn hier? Das ist Wrestling. Keine Ahnung was. Wahnsinn. Ich habe übrigens gesehen, Batista ist mittlerweile bei hier MMA, oder wie das heißt, hier bei diesen wichtigen Kämpfern, die nicht alles faken, da wo auch Brock Lesnar war, und hat da direkt mal einen übel K.O. gehauen innerhalb von 4 Minuten oder so. Also Batista, der ist da direkt mal gut angekommen bei der MMA. Aber das war bisher auch sein einziges Match, die haben ja nicht so viele Matches da. Ist auch logisch, Das sind ja wirklich dann richtige Matches, wo die dem Gegner die ganze Zeit in die Fresse hauen und sonst was. Oh, hell yeah. Austin ist auch geil. Oh, hell yeah. Alter, was macht er denn jetzt hier? Alter Falter, scheiß Undertaker. Ja, und wir liegen natürlich schon auf dem Boden und sind kaputt. Und der Undertaker ist noch topfit. Und die ganze Zeit kontert, der Spaß zu viel. Jetzt hat der den Signature-Move, ey. Was soll das denn? Würde ich sagen, machen wir jetzt mal hier ein paar Moves, dass der seinen Signature hier nicht machen kann. Und der Undertaker nicht oldschool gehen kann, wie JR immer sagt. Da habe ich gerade gefreut, da habe ich gedacht, ich hätte den Signature-Move, aber nee, es war der Taker. Ah, jetzt legt er uns hier wieder hin. Scheiß Kontertyp, ey. Oh. Na, fuck. Was macht er denn jetzt? Last Ride oder was? Nee, Powerbomb. Ja, fick dich nix, Tombstone hier. Ich konter. Scheiße. Und er hat schon wieder den Signature-Move. Guck mal. So ein Wichskind, ey. Jetzt kontert er. Jetzt pinnt er natürlich. Scheiße. Zurück zum Spiel. Oh, Tifa fehlt ist schon da. Scheiße. Also, Rückkampf. Probieren wir das Ganze nochmal. Probieren wir das Ganze nochmal. Ah, jetzt wollte ich euch wieder die Einläufe zeigen. Ja,
aber geht gar nicht. Nee, hätte ich natürlich auch nicht gemacht. Hätte natürlich wieder übersprungen. So, diesmal geben wir dem Kerl, aber das ist ja der Wahnsinn. Hat er uns hier weggeboxt, der Kollege. Zack, mal schön gegen die Beine hier. Ja, und da konnte er dann mal wieder, Mr. Spasti da. Zack, und da ist auch schon direkt der nächste DDT. So lasse ich hier nicht mit mir umgehen, Kollege. Ein Match verliere ich vielleicht noch, aber ein zweites kannst du vergessen. Mr. Undertaker. Blöder Name. Kann man sich auch das Phänomen nennen. Bullshit. Zack, erstmal auf den Arm gehen hier. Ich habe natürlich schon wieder Zack gesagt. Naja, egal. So, komm, steh mal auf, Kollege. Und loslein! Da habe ich es aber jetzt mal ordentlich verpasst hier. Na, jetzt sind wir mal am Drücker. Jetzt hat der Undertaker nichts zu lachen. Ah, da kontert er wieder. Zu lachen aber trotzdem nichts. Ah, jetzt kontert er mal. Scheiße. Kein weiterer DDT. Ja, hör doch mal auf, mich hier immer wieder runterzutreten, Alter. Spasti, ey. Muss auch irgendwann mal damit aufhören. So. Jetzt komme ich erstmal wieder mit einem Move oder auch nicht. Ja, wieso kontert er denn nicht, ey? Fuck, Alter. Oh, zu früh. Scheiße. Verdammt, jetzt ist der ja schon wieder hier im Rennen. Ist der wieder... Na, jetzt kontert er ausnahmsweise mal nicht. Und zack. Legdrop, schön. So, jetzt bin ich wieder im Spiel hier. So, jetzt steht er auf. Deswegen würde ich sagen, rennen wir mal hier rein. Und hauen ihn um mit... Oh, kontert der schon wieder? Das gibt's gar nicht so oft. Wie der kann man gar nicht kontern. Wenn man jedes Mal kontert, wo ist denn da der Sinn für den Spieler? Man keinen Angriff starten kann. Und wir gewinnen dieses A-Battle. Und JR hat gerade von Supernatural geredet. Der meint also auch, dass Supernatural eine richtig geile Serie ist. Nee, okay, er hat natürlich davon gesprochen. Oh fuck, steht er schon auf, ey. Er hat natürlich davon gesprochen, dass die Kraft von Kane übernatürlich ist. Und der Undertaker der totale Noob und Vollspast und Homo. Und keine Ahnung was. Ja, das wird viel bringen hier. So schnell gibt sich Kane nicht gegeben. Aber dafür können wir jetzt den Undertaker mal wieder hinschmeißen. Und jetzt hat wer den Signature-Move? Genau, meine Damen und Herren. Kane. Zack. Das war der Signature. Und jetzt kommt gleich der Chokeslam. Direkt hinterher. Also komm, steh mal auf, Basti. Undertaker hier. Und da ist er. Na, was machst du denn? Hallo? Ich hab den Chokeslam gemacht. Oh. Ja, ich kann jetzt nicht pinnen, ey. Ich müsste das Match nochmal neu spielen, nur weil... Super. Oder kann ich es nochmal machen? Mit dem Tombstone. Oh, wie blöd ist denn der Scheiß hier, ey? Wie blöd ist das denn? Jetzt steht er natürlich wieder auf. Oh, bevor ich hier den Jubel fertig habe. Alter, was sollte denn der Mist, ey? Wieso hat der nicht den Chokeslam gemacht, sondern den behinderten Mister? Oh, fuck. Ja, jetzt kommt er mit seinem scheiß Jubel. Und ich stehe natürlich nicht falsch auf. Klasse. Jetzt macht er den Chokeslam. Macht gar keinen Tombstone. Na super, er braucht keine Bonusziele. Er kann jetzt einfach das Match beenden. Aber diesmal nicht, Kollege. Diesmal nicht. So einfach mache ich dir das diesmal nicht. Der kontert. Der ist total im Arsch. Ich habe einen Tombstone mit dem gemacht. Und der ist immer noch feuchtfröhlich hier am Kontern, der Arsch. Das gibt's gar nicht. Der absolute... Jetzt macht er... Oh, ich dachte gerade, der macht einen Tombstone, Alter. Da kommt nur der Move hier, der Geile. Und jetzt haut er erstmal übel daneben. Ah, das A-Battle. Jawohl, Männer. Jetzt haben wir wieder die Oberhand hier. Jetzt starte ich mal wieder eine Attacke gegen den Undertaker. Oh, und jetzt kommt er schon wieder mit einem Konter. Und jetzt schon wieder nicht gelungen zu kontern. Irgendwie ist das hier ein scheiß Match. Irgendwie ist nicht so richtig geschissen, ey. Gibt's gar nicht. Und der Undertaker, der humpelt schon, hält sich den Kopf. Boots. Das war der Attitude-Moment. Und jetzt... Oh. Aha, okay. Das war also der Attitude-Moment. Und wir haben jetzt den Finisher. Leider kann ich jetzt noch nicht den
Tombstone zeigen, sondern ich muss jetzt erstmal den Chokeslam raushauen. Ja, und da ist er. Chokeslam natürlich. Chokeslam gegen den Undertaker. So, jetzt muss ich nur noch einen Tombstone raushauen. Und dann den Undertaker schön pinnen. Und da ist auch unser Signature-Move schon. Den mache ich direkt mal. Und dann lasse ich ihn gleich wieder aufstehen. Ganz gemütlich, mache vorher noch einen geilen Move. Gut, der ist zwar eigentlich die Ankündigung für einen Chokeslam, aber egal. Oh, blutet der Undertaker und dieses Blut wird gleich mehr. Denn jetzt... Nein, bin ich blöd, sorry. Scheiße. Verdrückt wieder ein Tombstone. Ich komme total durcheinander hier. Wieder ein Chokeslam. Na, egal. Machen wir hier noch ein paar Jubel. Und dann habe ich den Signature gleich wieder. Dann mache ich den wieder. Das Match werde ich nicht mehr verlieren. Und euch kann es ja eigentlich auch egal sein. Dass hier es noch ein bisschen länger dauert. Ihr seid ja auch mal froh, wenn die Videos länger dauern. Okay, wenn die nur länger dauern, weil ich das hier total verkacke, wie so ein Vollidiot, dann ist das auch nochmal was anderes. Ich habe gedacht, der wird jetzt schon wieder kontern, ey. So ein Mistkerl, ey. Ununterbrochen am Kontern, der Kollege. Das gibt's nicht. Ununterbrochen am Kontern. Wahnsinn. Wahnsinn, ja, mein Finish it here. Der Kerl ist total im Arsch und Kane ist noch topfit. Und hat bestimmt gleich wieder einen Signature-Move, hoffe ich doch mal. Ah, jetzt kommt ein behinderter Dingenskirchen hier, aber da ist direkt ein Roadbreak sogar. Und diesmal kontert er ausnahmsweise mal nicht. Und zack, gegen den Rücken. Und da haben wir ihn auch schon wieder, den Signature-Move. Jetzt steht er auf, jetzt bringe ich den Signature-Move und beim nächsten Mal mache ich auch wirklich den Tombstone und nicht den Chokeslam. Versprochen. Jetzt kündige ich noch einmal den Chokeslam an, dann ist er ganz verwirrt, der Undertaker. Und dann kommt gleich der Tombstone Pile Driver. Da ist er, meine Damen und Herren. Zack. So, und jetzt fehlt nur noch eins. Der Pin. Scheiße. What the fuck. Natürlich lag er so nah am Netz jetzt, ey. Aber gewinne das Match. Kann ich jetzt die Bonusziele links und nicht mehr machen, oder was? Wie zieht man die denn weg, ey? Von dem Scheiß. Ich habe keine Ahnung, wie man die wegzieht, ey. Was? Kontert der, ey. Jetzt habe ich das Match ja doch nicht mit den Bonuszielen geschafft, Alter. 100 Finisher an dem Kerl ausgeführt, ey. So, jetzt habe ich auch mal gekontert. So, und jetzt haue ich ihn mal auf die Matte und dann ist aber Feierabend. Jetzt liegt er mal nicht zu nah an den Ring, an den Ringseilen natürlich. So, und Feierabend. 1, 2, 3. Na super, sorry, da ist noch während dem Dingens, okay, da ist noch während dem, Dingenskirchen, während dieser Schlussszene mein Aufnahmeprogramm abgekackt. Okay, wir haben die Bundesziele doch geschafft und als Belohnung Paul Bearer freigeschaltet, den Vater von den Brüdern der Zerstörung. Gut, meine Damen und Herren. Das war's dann jetzt erstmal wieder mit Let's Play WWE 13. Ich bin jetzt gerade happy, dass ich die historischen Bonusziele doch geschafft habe. Und hoffe, das Video hat euch gefallen. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freut mich, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. War ein längeres Video diesmal. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Freut mich, wenn ihr da wieder dabei seid. Bis dahin und tschüss.